Ja, ich habe ja auch keine Ahnung, wo das Geld da so versickert. Diese Milliardenpakete, die da geschnürt werden, habe ich keine Ahnung von. Gibt es einen Solidarbeitrag seit wie vielen Jahrzehnten? Ja? Wenn man das Geld an die Leute da ausgezahlt hätte, an die Ostler, ja? Wie man so schön sagt, wenn man das Geld alle dann die Leute direkt ausgezahlt hätten, bräuchten die ja nicht mehr arbeiten. Die könnten von dem Vermögen leben. Wie viele Abermilliarden sind darüber geflossen? So, und das habe ich hier im eigenen Land erlebt und da kann ich mir so ungefähr vorstellen, was da so gerade in Griechenland und in Spanien, wie sich da so die Gelder bewegen, so in Richtung Münchner Rück und Allianz und wieder zurück und noch eine französische Bank, ja. Aber das gibt es ja auch in der ARD zu sehen, ne? Ab 2 Uhr nachts, ne, zu den Top-Sendezeiten, ne? Und dann auch wieder so drastisch reduziert und eingestanzt, dass man hinterher sagt, ach naja, die passen ja auf, ne? Wir haben ja die vierte Gewalt, ja? Die vierte Gewalt. Welche Gewalt übt denn diese vierte Gewalt aus? Im Moment ist es eher eine einlullende Gewalt als eine aufklärende Gewalt. Also bitte nochmal, wir stehen hier ja noch ein paar Minuten, wenn sich jetzt jemand geneigt sieht, hier vom ARD Hauptstadtstudio vielleicht auch mal was dazu zu sagen, wäre ich auch schon erfreut. Das ist jetzt kein pauschales Okay, dass ich darüber erfreut bin, was er sagt, aber dass sich einer hier runtertraut, wäre schon mal etwas irgendwie so, aber wir sind ja nicht relevant. Ja, wir sind heute nicht relevant, aber vielleicht sind wir morgen relevant, weil es morgen schon wieder der nächste Klops erzählt hat und hier wieder 10, 20, 30, 50, 100, naja, ihr zählt da ein bisschen anders. Vielleicht stattet ihr mal eure Leute mit Zählwerken aus. Aber sowas, ja, ich bin noch nicht blöd, Leute, ja. Die Korrespondenten vor Ort in Madrid, mal bitteschön, wo leben die denn? Leben die nur im Swimmingpool in ihren Hotels? Haben die vor den Vorbereitungen dieser Belagerung des Parlaments nichts mitbekommen? Nein, sie haben nur mitgekriegt, da ist eine Demo, ne? Da gehen wir mal hin, da gucken wir mal, wo die Steineschmeißer sind. Die ziehen wir groß auf, ne? Die kommen in Zoom und dann haben wir wieder mal das, was wir alle brauchen. Angst. Angst vor Krawallen, Angst vor Ausschreitungen, ja? Ja, vielleicht noch Angst vor Islamisten, braucht noch jemand Tütchen Angst hier. Ich habe hier auch ein bisschen Angst zu verteilen, ja? Also so viel Angst, das ist bald schon lächerlich. Das ist, irgendwann ist mein Geist auch mit so viel Angst überfordert und ich kann diesen ganzen Scheiß nicht mehr glauben. Ja, Leute, vielleicht kommt mal einer runter und erzählt mal was irgendwie. So ein bisschen mal darüber, wie viel waren es denn nun in Madrid gestern? Wir müssen ein bisschen Lärm machen, dass sie aufmerksam werden.